Herzlichen Dank. Darf ich dir für diesen Einstieg? Wir sind jetzt an der Schnittstelle von der Wissenschaft zur Kunst. Sie haben jetzt mal so einen Teil von einem emeritierten Rechtsprofessor und Staatsphilosophen gehört, seine Gedanken, die Anstalt über Schweiz, und davon hat er, wie ihr gesehen habt, Bücher gefüllt. Und wir haben uns beim Bier überlegt, wie kann man das dem Volk erklären? Weil das Volk interessiert sich offensichtlich überhaupt nicht für solche rechts- oder staatsphilosophische Betrachtungen, und das zu Recht. Man darf die auch nicht zwingen, sich dafür zu interessieren. Und trotzdem haben wir uns überlegt, wie kann man das allen Leuten irgendwie klar machen? Und da ist jetzt die Schnittstelle zur Kunst, weil im alten Griechenland gab es dieses Dreieck von Wissenschaft, Philosophie und Kunst. Und die Kunst war immer die Mittlerin. Die Kunst hat die Mittel, alle Menschen zu erreichen. Die höchste Kunstform ist die Musik, die geht direkt ins Herz rein. Und Kunst kann auch die darstellende Kunst, jede Kunstform kann direkt ins Herz der Menschen reinreden, Bilder reinproduzieren, weil Kunst nicht über den Intellekt geht, wie die Wissenschaft. Und das heißt, für uns darstellende Künstler, wir müssen nun diese staatsphilosophischen Betrachtungen in Geschichten umwandeln, in Liebesgeschichten, Kunst, also in der darstellenden Kunst, Theater, Film, das geht immer um Liebe, Hass, Leben, Tod. Das heißt, wie wandeln wir das um in Geschichten, wo die Menschen nicht nachdenken müssen, sondern damit Begeisterung und Spannung folgen und das Ganze dann begreifen, ohne dass sie wissen, was sie da begreifen. Das heißt, Kunst muss greifen, unabhängig vom Bildungsstand. Kunst, die man erklären muss, ist keine Kunst. Also das heißt, wir haben uns dran gemacht und haben gesagt, gut, wir haben hier diese ganzen Werke der Schriften, der rechts- und staatsphilosophischen Schriften von David Dürr, das wandeln wir jetzt um in Komödienstoff. Und so kommen wir zu dieser Idee, wir machen eine Serie, eine Comedy-Serie, die über Jahre läuft. Wir haben wir geplant, im Moment über 5 Staffeln, das sind 30 Episoden. Und wir haben letztes Jahr den Pilotfilm gedreht, einige von euch haben bereits seine Vorpremiere gesehen, der kommt jetzt im Herbst offiziell in die Kinos. Jetzt im September drehen wir bereits die beiden nächsten Folgen, die kommen zusammen wieder erst als Kinofilm ins Kino und werden dann getrennt gestreamt. Und hier habt ihr mal ein paar Gedanken gehört von David über diese Mehrheitsentscheide. Und das ist jetzt auch gerade ein Thema von diesem Film, den wir drehen im September. Ein Aspekt des Mehrheitsentscheides ist, dass es problematisch wird, wenn nicht beteiligte Mehrheiten oder nicht betroffene Mehrheiten über betroffene Minderheiten bestimmen. Das haben wir diesen Betrachtungen von David Dürr genommen und gedacht, gut, das ist interessant. Wir kennen das aus der Praxis, Zweitwohnungsinitiative, da hat das nicht betroffene Mittelland mit der Mehrheit des Mittellandes Gesetze erlassen, welche nur die Bergregionen betreffen, und die Minderheit in der Bergregion hat ja diese Gesetze abgelehnt. Die nicht betroffene Mehrheit hat der betroffenen Minderheit Gesetze aufgezwungen, welche sogar nur diese Minderheit betreffen. Und da haben wir uns über Gedanken gemacht, na gut, wie wandeln wir diese Problematik um in Komödienstoff? Und das Drehbuch, das wir jetzt umsetzen, also das jetzt gedreht wird im September, basiert auf der Idee, dass in unserem Dorf, also diese Sans-Papier, diese Komödie ist aufgebaut, das ist eine Geschichte von einem gallischen Dorf. Bei uns liegt dieses gallische Dorf allerdings in der Innschwitz und Bern ist Rom. In der Pilotfolge, was wir letztes Jahr gedreht haben, da lernt man das Dorf kennen, man lernt die Dorfbewohner kennen, die Figuren, die einen mag man nicht, die anderen mag man, das nennt sich Emotionalisierung, dass man überhaupt mitgeht. Und jetzt im zweiten Film, da gibt es natürlich in diesem Dorf gibt's Gemeindeversammlungen,
Und da kriegen die richtig Ärger. Also sie machen nichts anderes, als über bestimmte Sachen abstimmen, aber die kriegen richtig Streit. Und dann kommt eine der Hauptfiguren, das ist eine alte Frau, der droht man immer ihre Mündigkeit zu entziehen, weil sie eben immer im Verdacht ist, ist leicht dement. Da kommt die ans Rednerpult und sagt, jetzt ist Schluss. Wir haben einen Gemeindepräsidenten, das ist ein Mann, der Pfarrer ist ein Mann, der Bischof ist ein Mann, der Arzt ist ein Mann. Hier wird ja von Männern regiert und deshalb läuft hier alles schief. Es ist Zeit, dass wir das Frauenstimmrecht einführen. Also wir sind natürlich ausgebuht und ausgelacht. Das Frauenstimmrecht haben wir seit 1971. Und die alte Dame sagt, ihr versteht mich falsch. Ich rede vom exklusiven Frauenstimmrecht. Wir haben dank der höheren Lebenserwartung von Frauen faktisch gesehen eine Mehrheit von Frauen im Dorf. Und wer ist dafür, dass wir jetzt das Männerstimmrecht abschaffen? Und wenn das in diesem Dorf mit der Mehrheit der Frauen wird das Männerstimmrecht abgeschafft. Und jetzt haben wir ein Matriarchat und das zeigt auch, das funktioniert natürlich, ist viel schöner, ist richtig toll. Was da passiert, ist alles völlig unlogisch. Aber es ist runder, es ist weicher, es ist organischer. Und jetzt entsteht da in diesem Dorf eine richtig schöne Welt unter diesem Matriarchat mit einem kleinen Schönheitsfehler, dass eine Minderheit sehr unzufrieden ist. Nämlich die Männer. Die Männer sind unzufrieden und was machen sie? Kopfweh. Ja, Revolution, sie kriegen Kopfschmerzen. Nein, natürlich nicht. Natürlich gehen sie aufs Passbüro und ändern ihr Geschlecht. Das kennen wir in der Schweiz, das kostet 75 Franken. Das Geschlecht, den Geschlechtereintrag zu ändern, kostet 75 Franken. Und das machen jetzt die Männer in diesem Dorf, die lassen sich alle ihr Geschlecht umtragen. Und jetzt haben wir schon ein Dorf mit lauter Frauen. Das sind nur noch Frauen. Die einen mit Bart, die anderen ohne Bart. Und ich erzähle es euch jetzt nicht, wie es weitergeht, aber ihr seht, so wandelt man diese Rechtsphilosophie eben um in Komödienstoff. Und natürlich, jede Folge hat ein solches Thema. Da kommt Geld, Wirtschaft, Handel, Bildung. Über diese 30 Episoden handeln wir alle Aspekte vom Staat ab. Und natürlich kommt immer am Ende von dieser Episode, kommt es besser. Und das auch alles nach den rechtsphilosophischen Betrachtungen von David Dürr. Also die merken dann, also es geht das nicht mit dem das Mehrheitsstimmrecht, das hat einen großen Haken. Und die etablieren dann im Dorf selber, sie lösen das, indem sie das Stimmrecht wieder ändern und dieses betroffenen Stimmrecht einführen. Also dieses Prinzip, alle dürfen mitreden, aber abstimmen dürfen nur Betroffene. Und es geht natürlich noch weiter, so geht die interessante Nuance. Das heißt, wenn man etwas bestimmt, was Geld kostet, und zwar Steuergeld, dann gibt es natürlich eine Budgetabstimmung und mitreden dürfen alle, aber darüber abstimmen, ob man das dafür Geld verwenden will, dürfen nur Nettozahler. Also hatte ganz viele interessante Aspekte. Und so durch diese Komödien machen wir uns so auf der einen Seite lustig über die Aspekte der Demokratie, die wir alle für selbstverständlich halten, die aber eigentlich Quatsch sind. Und wir zeigen dann aber auch, wie es besser gehen könnte. Und das ist unser Projekt Laissons Papier. Und den Pilotfilm haben wir, wie gesagt, bereits im Kasten. Und für diejenigen, die den noch nicht gesehen haben an einer unserer Vorpremiere, zeigen wir jetzt mal einen Trailer daraus, damit ihr mal seht, wie das Film umgesetzt wird. Jetzt, was muss ich machen? Doppelklick fürs Schwarze. Doppelklick fürs Schwarze.
Frisch! Ja, so. Kann ich bitte den Ausweis sehen? Leider, keine Papiere. Das haben wir gerade. Ich bin fotogen, ich weiß. Das ist der chinesische Gesichtserkennungssoftware egal. Anscheinend nicht sehr beliebt in der Heimat. Das Volk hat mich immer geliebt. Bei all diesen Vergehen würdest du gescheiter anfangen beichten, damit du fertig bist bei der Auslieferung. Hure, sei ich frisch. Mein Gott, hey, du musst dich da nie einhängen. Da hat die Hölkel drin. Ja, und sie? Wird sie auch ausgeschafft? Kaum, die bleibt. Hat kein Papier, ist in keiner Datenbank. Wenn die Leute sich ausweisen können, kann der Staat alles machen. Aber ohne Ausweis. Ein Status, der so vom Gesetz aus nicht vorgesehen ist. Im Grunde genommen ist es am freisten, wenn du gar kein Papier hast. Dann kannst du auch machen, was du willst. Fotosystem! Ihr habt gesehen, da kommen Flüchtlinge vor, weil wir haben uns überlegt, naja, wenn jetzt irgendwie ein paar Schweizer da beginnen, den Staat von hinten aufzurollen und sich eine Gemeinde beginnen zu lösen von diesem ganzen Verwaltungsmacht, das interessiert niemanden. Aber wie David ja gesagt hat, wir werden da geknechtet von diesen Papieren, von unserem Ausweis und so, das, von diesen Gesetzen. Und dann haben wir auf der anderen Seite, wir haben diese sogenannten Papierlosen, also diese Flüchtlinge, die keine Papiere haben, und die möchten ja gern den Status, den wir gerne loswerden würden. Und dann haben wir gedacht, das ist Komödienstoff, das ist interessant. Die Geschichte beginnt damit, dass ein Dorf, das heißt Kalbermatte, ein solches Dorf gibt es nicht in der Schweiz. Kalbermatte ist ein Walliser Geschlecht, also Kalbermatte. Dieses Dorf, das ist in arger finanzieller Schieflage. Und jetzt macht der Gemeindepräsident das, was jeder Gemeindepräsident macht, wenn die Finanzen, wenn die aus dem Ruder laufen, anstatt zurückzutreten, geht er zur nächst höheren Verwaltungsinstanz und sucht Geld. Das heißt, er versucht jetzt vom Bund ein großes Bundesprojekt für das Dorf an Land zu ziehen, damit Subventionen ins Dorf fließen. Also er besucht dann da irgendwie ein Atomkraftwerk und ein Endlager oder sonst irgendwas, ein Waffenplatzprojekt an Land zu ziehen. Und sie kriegen tatsächlich ein Projekt vom Bund, das kein anderer haben will, und das ist ein Ausschaffungszentrum für illegale Flüchtlinge. In dieses beschauliche Dorf Halbenmatte gibt es dann ein Bauprojekt, ein Betonhochhaus, ein Ausschaffungsgefängnis, und das
dann diskutieren sie darüber, wo man das hinstellen soll. Und dann auf der einen irgendwo ist, dann, da versperrt es die Aussicht der besseren Wohnlagen. Woanders ist das Gefängnis zwischen der Schule und dem Kindergarten. Woanders müsste man Parkplätze aufheben für das Gewerbe. Und wenn man nicht in Zürich ist, wo man das Geld in Parkplätze aufhebt, sondern nein, Parkplätze bauen wir. Und dann der einzige Ort, wo man das Gefängnis hinstellen könnte, wäre die Kirche. Und die Kirche sowieso leer ist, dann gut, reißen wir die Kirche ab und stellen wir das Gefängnis hin. Und das ruft dann den Dorfpfarrer auf den Plan. Das ist eine weitere Hauptfigur, der ist von der Figur so angelegt, der ist ein verhinderter Künstler, der wäre gern Künstler. Das ist die Szene, die zu dunkel war, die habt ihr hier leider nicht gesehen. Der Dorffahrer ist sehr, sehr kreativ, ist aber ein unbegabter Künstler. Er ist sehr kreativ, was er macht, ist aber furchtbar. Und er löst damit aber immer verheerende Sachen aus, die Dinge ins Rollen bringen, wo dann am Ende alles sich verändert. Und der Dorffahrer will jetzt den Abriss der Kirche verhindern und der kriegt auch einen Teil der Dorfbevölkerung dazu. Aber die können ja die Kirche nicht Tag und Nacht jetzt vor dieser Übermacht vom Bund, der mit Baggern kommt und mit der Polizei, können diese Kirche nicht schützen, weil die haben auch anderes zu tun, als da die Kirche zu beschützen. Und da kommen sie auf die Idee, Flüchtlinge müssen in die Kirche rein. Oh. Ja, also die müssen dann Tag und Nacht drinnen bleiben und wenn da Menschen drin sind, kann man die Kirche nicht abreißen. Und da brauchen sie natürlich illegale Flüchtlinge, die Kirche auch nicht verlassen können. Die man nicht einsperren muss, die dann freiwillig drin bleiben, weil sie draußen offen werden. Und kommen sie auf die Idee, wir brauchen Flüchtlinge, illegale Flüchtlinge, denen geben wir Kirchenasyl und dann sind die in der Kirche und dann kann man die Kirche nicht abreißen. Und deswegen kommen diese Flüchtlinge in die Kirche. Und am Anfang versuchen dann die Dorfbewohner, aus den Flüchtlingen noch Schweizer zu machen. Die bringen es aber nicht zustande, dass die ihre Flüchtlinge, weil es ja illegale Flüchtlinge sind, dass die legale Aufenthaltspapiere kriegen. Und während die Dorfbewohner dann den Flüchtlingen versuchen zu erklären, was die Schweiz und die Freiheit und die Demokratie ausmacht, merken sie, dass es eigentlich gar nicht so toll ist, wie sie gedacht haben. Und kommen immer mehr auf den Gedanken, dass es den Flüchtlingen eigentlich besser geht als immer. Die zahlen keine Steuern, die sind frei, die können tun, man kann sie auch nicht bestrafen, man kann sie nicht einsperren, man kann nichts mit ihnen machen. Und dann kommt es dazu, dass das ganze Dorf auf die Idee kommt, wir könnten eigentlich alles sans papier werden. Und so entwickelt sich das dann. Entwickelt sich das dann weiter, also mit so ein bisschen Sehbruch auf das Ganze hinausläuft bei unseren 30 Episoden. Das weitet sich dann auch auf andere Dörfer. Ich glaube, Ende der ersten Staffel ist schon ein ganzes Bistum. Lustigerweise dann die Urkantone, die dann gemeinsam den Austritt geben aus der alten Eidgenossenschaft und dann kommt natürlich schon die Armee. Also wir stellen die Situation vom Sonderbundskrieg wieder her. Bei uns ist der Ausgang dann aber ein ganz anderer. Bei uns gehen dann die großen Kantone Luzern und Zürich nicht auf die andere Seite, sondern plötzlich geht Luzern, tritt der Neuen, die bilden dann eine neue Genossenschaft. Da gibt es auch die gute Seite, auf die liberale, freiheitliche Seite und geht dann so weiter. Und lustigerweise sind wir jetzt, wo wir mitten in der Produktion bereits stecken, also jetzt bereits einen zweiten Film produzieren, muss man vielleicht dazu sagen, wir produzieren das Ganze natürlich völlig ohne Staat. Kein einziger Franken Subventionsgeld. Und es wirft uns jetzt auf uns selber zurück. Das heißt, die Realsatire ist eigentlich fast besser als die Satire, die wir selber geschrieben haben. Weil zum Drehen, wir mussten mal grundsätzlich ein Dorf suchen, das wir als Film oft brauchen können. Und das braucht natürlich, das muss erstens mal, weil wir für den das auf den internationalen Markt ausgerichtet haben. Wir produzieren nicht nur für die Schweiz, sondern wir wollen diese ganze Serie, dass die auch in Indien und in China und in Nigeria gezeigt wird. Das heißt, wir haben die Drehbücher für ein internationales Publikum ausgerichtet. Und das heißt, das muss sehr schweizerisch sein. Das erstmal
heißt es für die Figurenentwicklung, unsere Figuren müssen für einen Inder und einen Chinesen erkennbar, müssen es Schweizer sein. In anderen Schweizer Filmen sind es entweder sind das Banker oder so kleinkarierte, keine Ahnung, so Bünzle. Nein, die Schweiz hat, der Schweizer hat folgendes internationales Image. Er ist eigensinnig. Er ist langsam. Er ist freiheitsliebend, gut organisiert, humanitär und erfolgreich. Ich habe gedacht, das macht den Schweizer zum idealen Revolutionär. Alle Länder um uns herum hatten eine Revolution. Die Schweiz hatte keine Revolution. Lustigerweise hat keines dieser Länder um uns herum die Ziele der Revolution erreicht. Die Schweiz hat die Ziele der Revolution erreicht. Und das ist, weil wir sehr langsam sind. Humanitär und erfolgreich. Und was wir hier beschreiben, ist eigentlich so eine Art Revolution, aber eine helvetische Revolution. Das heißt, die kommt zwar immer so an den Rand vom Bürgerkrieg, aber es gibt nie Bürgerkrieg. Sie lösen das immer wieder anders, durch das, dadurch, dass sie innovativ sind, auch eine Schweizer Qualität, Innovation. Das heißt, sie sind innovativ, es gibt nie Tote, weil sie sind humanitär, aber die Revolution ist ganz, ganz, ganz langsam. Sie ist aber sehr gut organisiert und im Endeffekt erfolgreich. Also auch, das gilt auch für, wenn es da natürlich in so einer Revolution, da muss es auch bis terroristisch zugehen, terroristische Akte. Aber wenn ein Schweizer Terrorist wird, dann erstens werden die Anschläge funktionieren. Es fliegt das in die Luft, was in die Luft fliegen soll und nichts anderes. Zweitens, es wird keine Verletzten und keine Toten geben. Drittens, das Ziel, die terroristischen Ziele werden erreicht. Und das stimmt sogar in der Praxis. Ihr mögt euch erinnern an die Bélier, die russischen Separatisten. Also wie der Kanton Jura noch Teil des Kantons Bern war, gab es ja diese Separatisten helvetischer Prägung, die haben Denkmäler in die Luft gesprengt, den Gerechtigkeitsbrunnen in der Altstadt von Bern, den Fritz, das Soldatendenkmal in Jura, die haben die Holzbrücke von Büren an der Aare, glaube ich, haben sie abgefackelt. Also sie haben richtig, richtig terroristische Anschläge gemacht, aber es hat nie Tote gegeben. Es wurde auch nie jemand erwischt. Weil die Jurassier waren zwar jurassische Separatisten, aber es waren Schweizer. Die waren erstens mal gut organisiert. Jeder, der schon mal einen Sprengstoffanschlag gemacht hat oder sonst irgendwie mit Sprengstoff schon hantiert hat, weiß, jeder Sprengstoff hat Nachweisstoffe. Man kann zurückverfolgen, wer hat wo den Sprengstoff wann gekauft. Das heißt, es ist sehr schwierig, an Sprengstoff ranzukommen, der keine Nachweisstoffe enthält. Ist eigentlich unmöglich. Und die russischen Separatisten, weil Schweizer waren, haben die auch Militärdienst geleistet und wussten, der militärische Sprengstoff, Trotyl, hat keine Nachweisstoffe. Das heißt schon eine Nachweisstoffe. Man weiß, aha, militärische Sprengstoffe. Das alles. Das heißt, da sie Militärdienst gemacht haben, wussten sie, das Militär hat in der ganzen Schweiz überall kleine Waffenlager, Munitionslager, Munitionsdepots und da ist immer Sprengstoff. Und die haben ganz viele Einbrüche gemacht. Und die haben immer so ein bisschen ein paar Funkgeräte gestohlen und sonst was und immer noch ein bisschen Sprengstoff, weil sie wussten, weil sie auch Militärdienst gemacht haben, jeder, der von uns Militärdienst gemacht hat, weiß, es gibt nach jeder Übung, hat man Materialverlust. In ein paar Handgranaten findet man nicht mehr,
Da ist Munition nicht vorhanden, die zwar nicht verschossen wurde, aber sie ist auch sonst weg. Da ist auch immer ein bisschen Sprengstoff weg. Und weil es immer nur kleine Mengen sind und man keinen Ärger will, weiß man, der Materialchef sagt dann, okay, gut, diese Handgranaten haben wir auch verschossen. Zack. Das heißt, die haben zwar viel Sprengstoff gestohlen, die Belli, aber an verschiedenen Orten immer nur ganz wenig und noch ein paar andere Sachen, damit es sich auffällt. Das heißt, den Sprengstoff, den sie hatten, gab es gar nicht, denn hat das Militär schon in die Luft gesprengt, auf dem Papier. Zweitens, bei den Anschlägen, weil sie eben Schweizer waren, wussten sie, wir wollen keine Verletzten, keine Toten und wir müssen das einfach gut organisieren und wir müssen das ein bisschen absprechen mit der Polizei. Und weil der Kanton Jura damals noch Teil des Kantons Bern war, gab es Kantonspolizisten in Jura, also Berner Kantonspolizisten, die aber Muttersprache Französisch hatten, sie aus einer französischsprachigen Familie kamen, und die Separatisten, die Belli, wussten, insgeheim ein bisschen sympathisieren die schon mit uns. Und die haben damals, konnte man noch aus Telefonkabinen anonym diesen französischsprachigen Kantonspolizisten angerufen und gesagt, hallo, wir sind Le Bélier. Wir würden gern das und das in die Luft springen. Wir möchten aber nicht, dass jemand zu Schaden kommt. Können wir da irgendwie miteinander darüber reden? Und es kam immer wieder bei diesen Anschlägen zu diesen informellen Absprachen mit Kantonspolizisten, der gesagt hat, okay, gut, wenn es denn sein muss. Nehmen wir eine Nacht von Sonntag auf Montag, morgens um 4 Uhr, dann ist da kein Mensch. Und wir sorgen dafür, dass auch kein Polizist in der Nähe ist. Und die Belli haben diese Anschläge gemacht und was ist passiert? Sie haben ihr Ziel erreicht. Der Kanton Jura existiert. Sie haben ihren eigenen Kanton erhalten. Und das haben wir gedacht, das ist ein sensationelles Vorbild. Also, das ist ein Vorbild für die ganze Welt, deswegen brauchen wir ein Schweizer Dorf, das für alle auf der ganzen Welt erkennbar ein Schweizer Dorf ist. Das heißt, da müssen Berge im Hintergrund sein, und zwar rund um alles Berge, und da darf kein Betonsilo von der Landi in der Landschaft rumstehen, keine Strommast, das muss wirklich ein schönes Bergdorf sein, dass man das auch gerne sieht. Weil wenn ich einen französischen Film schaue und da kommt der Eiffelturm nicht vor, bin ich enttäuscht. Wenn die da nicht Rotwein trinken und Gauloise rauchen, dann denkst du, das ist ja gar kein französischer Film. Und deswegen haben wir gesagt, gut, der Film, der muss Schweiz, die Schweiz repräsentieren. Das muss eine wirklich schöne Landschaft sein. Dann das Dorf darf keine Durchfahrtsstraße haben, die wir absperren müssen. Das wäre zu aufwendig. Das heißt, wir brauchen ein Dorf am Ende eines Tals, damit wir das nicht absprengen. Die Kirche muss ein bisschen am Dorfrand stehen und so. Und es ist ganz schwierig, so ein Dorf zu finden. Wir hatten dann in der ganzen Schweiz abgefahren und hatten dann mehrere Gemeinden im Visier. Und dann geht man auf die Gemeindebehörde und sagt hier, wir sind eine Filmcrew, wir würden gerne einen Film drehen, wir brauchen eine Drehbewilligung. Das ist normalerweise, ist es ganz leicht, man geht hin und sagt, wir möchten einen Film drehen, wir brauchen eine Drehbewilligung, und die auf der Behörde sagen, ganz toll, ein Film, ja natürlich, wir helfen euch, wir sperren alles ab und so, das braucht ihr. Normal geht das so. Und bei uns ist es fast so gegangen, weil die haben gesagt, toll, ein Film, ja, seid ihr vom Bundesamt für Kultur? Und wir haben gesagt, nein, wir haben keine Subventionen, nichts vom Bundesamt für Kultur. Ah, toll, aber seid ihr vom Schweizer Fernsehen? Nein, das Schweizer Fernsehen ist auch nicht Teil, wir sind einfach privat, machen einen Film. Und dann haben wir gemerkt, oh, das ist höchst verdächtig. Wir hatten kein Papier mit einem Stempel von einer Behörde, wie dem Bundesamt für Kultur oder wie dem Fernsehen, also einer Quasi-Behörde. Da wir kein amtliches Dokument hatten, war das für das Amt höchst verdächtig. Und dann haben wir gemerkt, aha, für jedes Amt ist eine Unternehmung, in welche nicht ein anderes Amt involviert ist, höchst verdächtig. Vermutlich kriminell.
Und dann haben sie gefragt, ja, wer steckt denn da dahinter? Ja, wir stehen hier. Wir sind Künstler. Aha. Und woher kommt das Geld? Ja, wie gesagt, ja, ich weiß nicht, woher euer Geld kommt. Wir arbeiten für das Geld, während wir arbeiten. Es war ganz wie ein Lebewillung, überhaupt irgendwo zu halten. Und wir haben es dann gekriegt und da haben wir in den Stude Schwyz, da hat unser Film auf der Halb gemacht, das ist Stude. Und da haben wir dann diese Kirche, die soll ja dann abgerissen werden, da haben wir eine Baustelle, also da hatten wir dann eine Drehbewegung und alles und so, und da haben wir irgendwie diese Dorfkirche, eine Baustelle inszeniert mit Backbaumulden, Bauarbeiter und Bauabsperrungen. Und da haben wir natürlich auch so für die Filmszene eine große Schautafel aufgestellt mit sensationeller Grafik, mit einem Betonwolkenkratzer und einer großen Schrift: Hier baut die Schweizerische Eidgenossenschaft ein Ausschaffungsgefängnis für 800 Flüchtlinge. Weil es passiert ist ja in unserem Film, dass wir da, dass gegen dieses Ausschaffungszentrum erstmal demonstriert wird. Die wollen ja ihre Kirche halten. Und bevor wir diesen Drehtag hatten und mit unseren Statisten die Demonstration filmen konnten, hat schon die Dorfbevölkerung vor der Kirche gegen den Abriss dieser Kirche demonstriert. Weil es war noch gar nicht in der Zeitung, die wussten noch nicht, dass wir da im Film drin sind. Und dann haben wir den Boden gesagt, das ist nur ein Film, das ist alles nur Promille, die wir nicht abgessen. Aber wenn Menschen emotional sind, kann man sie gar nicht mehr runterholen. Und wir haben wirklich Angst gehabt, dass die über Nacht unser Set demontieren. Und dann Gott sei Dank auch die, bei uns im Film kommt ja die Polizei vor, wir haben ein eigenes Polizeiauto. Alten weißen Schrottkombi haben wir beschifft lassen, Polizei, und haben immer dann unter vom Schrottplatz da so ein Blaulicht drauf montiert, und den haben wir immer dann beim Dreh in der Nähe gehabt, da war immer Polizei anwesend, unsere Kinder. Und einmal war ich sogar unterwegs, also da haben die unterwegs gedreht und ich war auf der Suche mit meinem Auto am Handy und habe mit einem Schauspieler telefoniert, wo seid ihr am Drehen? Und dann kommt mir die Polizei entgegen und ist natürlich sofort am Handy runtergenommen und sehe, der Polizist ist auch am Handy. Das war der Schauspieler, das war unser Filmpolizeiauto und der Schauspieler hat nicht gesehen. Am Ende, als wir dann letztes Jahr die Dreharbeiten beendet haben, da musste ja alles ins Depot, also die ganzen die Kulissen und auch das Polizeiauto, unser Filmpolizeiauto musste ins Depot gefahren werden. Und die sind ja nicht zugelassen, die sind auch nicht eingelöst, aber kann die mit Garagennummer kann man die irgendwo hinfahren. Und da hat dann eine von unseren Departementschefinnen, die Sandra, hat gesagt, ich fahre das Polizeiauto, und auf der Autobahn gemerkt, oh, die Bremse funktionieren gar nicht richtig, aber ist egal. Und gemerkt, der Tank ist auch leer. Und ist mit dem Polizeiauto auf der Autobahn an die Tankstelle. Und findet sie den Knopf nicht, den Tankdeckel zu öffnen. Ja. Und dann geht die Sandra in die Tankstelle und sagt, hallo, kennst du hier Bruce mit Auto? Kennst du hier jemand aus mit Autos? Ich bringe bei diesem Polizeiauto den Tankdeckel nicht raus. Und dann ließ ich so einen Geißfuß geliehen und den Tankdeckel aufgebrochen. Also wie ihr seht, die Realsatire ist wirklich top, fast noch unser Projekt. Und jetzt wird es gerade sind wir den vorbereiten. Im September wird wieder gedreht für diese, da wo das Matriarchat diese Rolle gedreht. Und wir sind dran, wir wollten ein eigenes Filmstudio aufbauen, damit wir dann rund um das ganze Jahr überdrehen können, weil wir 30 Folgen abdrehen müssen über die nächsten Jahre. Und weil wir nicht subventioniert sind, habe ich gesagt, na gut, wir machen keinen Verein, wir suchen nicht Spenden, sondern wir
Alle, die mitmachen, sind Eigentümer von diesem ganzen Projekt. Wir wollen es zwar international verkaufen, aber solange wir das selber finanzieren müssen, sind alle Teilhaber. Und auch natürlich immer noch, das heißt, wir haben hier eine Filmproduktionsgesellschaft gegründet. Wir sind jetzt schon 80 bis 90 Aktionäre, weil eine Filmminute kostet 20 bis 30.000 Franken. Eine Filmminute. 20 bis 30.000 Franken. Und jetzt sind wir weiterhin und wir drehen immer so weit, wie bis uns das Geld ausgeht. Dann machen wir wieder Pause, bis wir wieder Geld haben, dann drehen wir wieder weiter. Das heißt, wenn ihr Teil werden möchtet von einer zukünftigen Schweizer Traumfabrik, die für den internationalen Markt rechts- und staatsphilosophische Komödien fabriziert, dann sind da drüben Zeichnungsscheine, könnt ihr Aktionär werden. Weil wir nicht Tausende von Aktionären sein können, wollen das nicht aus der Hand geben, wollen es nicht verkaufen, wollen zwar mit der Zeit Geld verdienen, aber wir wollen es nicht aus der Hand geben, wir können nur ein paar hundert sein. Deswegen ist der Mindestbeitrag 5.000 Franken. Ab 5.000 Franken könnt ihr Aktionär werden und damit Mitteilhaber von der Seraphim Filmgesellschaft, heißt das, das ist eine eingetragene Aktiengesellschaft, dann könnt ihr da drüben Aktien zeichnen. Und jetzt haben wir noch genügend Zeit, wenn David Dürr noch einmal kommt, wenn ihr noch Fragen habt, zu unserem Projekt, könnt ihr gerne noch Fragen stellen. Und sonst danke ich euch. Ich danke. Hat jemand Fragen, Bemerkungen oder ein humoristischer Gedanke? Es ist leider kein humoristischer Gedanke, sondern vielleicht eine humoristische Frage. Und zwar, man spricht ja schon seit längerem davon, dass die Schweizerische Eidgenossenschaft eine eingetragene Firma in Belgien ist. Jetzt wollte ich mal wissen von Ihnen, was Sie davon halten, ob das wirklich stimmt. Also ich glaube schon. Also ich kenne das Thema, die öffentlich-rechtlichen Organisationen seit einiger Zeit tragen sich auch in Registern ein, aus, würde ich sagen, rein praktischen, administrativen Gründen, wenn eine Gemeinde oder ein Bundesstaat oder ein Kanton oder ein Amt gewisse Verträge unterschreibt, wenigstens ist es einfacher, man kann sagen, es ist die Einheitennummer so und so viel. Und das führt dazu, dass auch staatliche Stellen sich gebärden, teilweise wie das unternehmerische und private Players tun. Deshalb ist ja oft das quasi der Einwand oder auch das Erstaunen aufgetaucht, ja, sind jetzt das überhaupt noch Staaten, sind es das nicht private Firmen? Das wird oft, ich weiß nicht, ob auch Ihre Frage so konnotiert ist, oft so artikuliert, ja, aber das geht doch nicht. Was ist denn das für ein Staat, der eigentlich so tut oder der sich wie ein Privater aufführt. Und ich sage dann, und so ist auch meine Einschätzung dieses Phänomens, folgendes, also erstens, dass die Staaten, also erstens sage ich, nein, das bedeutet nicht, dass die Staaten ihre obrigkeitliche Funktion ablegen. Es verrät höchstens, dass sie sich unerlaubterweise nicht mehr auf ihre eigentlichen Kernfunktionen konzentrieren, sondern eben selbst Akteure sind, selbst eigene Interessen haben, selbst ihre eigenen Leute beschäftigen wollen und so weiter. Das sagt es. Und zum anderen sage ich, leider bedeutet das nicht, dass die Staaten sich privatisieren. Leider. Es wäre ja schön. Was ich vorhin da aufgezeigt habe, Genossenschaft, entweder man kann austreten oder es wird aufgelöst. Wenn man einfach austreten kann, wenn es nur noch diejenigen sind, die das wirklich wollen, dann heißt ja das nichts anderes, dass es privatisiert ist. Dann ist das irgendeine Interessengemeinschaft, die freiwilligerweise sich zusammenschließt und da ist ja überhaupt nichts einzuwenden. Also leider ist es nicht so, dass trotz dieser Registereinträge die Staaten daran sind, sich zu privatisieren. Noch eine Frage. Der Herr Dr. Raschein und ich möchten uns abmelden aus der Schweizerischen Genossenschaft. Wo müssen wir uns abmelden?
Also erstens, Laissons-Papier unterstützen, weil je mehr Serien da laufen, desto mehr Leuten sagen sie sich, genau gleich wie im Film drin, ja, weshalb sollen wir da überhaupt noch Mitglied sein, nicht? Dann passiert das eines Tages, wie bei den Kirchen, stelle ich mir das vor. Es gibt immer Leute, die in die Kirche gehen, das ist ja auch absolut okay, aber dann sagt man, ja, früher waren die Kirchen, da gingen ja alle hin und die hatten wirklich die Funktion, den Leuten das Leben zu bestimmen, aber das war früher so, nicht? Und genauso stelle ich mir vor, dass es dann mal heißt, ach stimmt, ja, dieses, wie heißt es schon wieder, Bundeshaus da in Bern, ja, da gab es früher mal so Veranstaltungen, die Leute hatten wirklich geglaubt, was die dort bestimmen, das sei für das ganze Land verbindlich. Aber so, also, dass man das vergisst irgendwie, nicht? Und dank Laissons-Papier wird das mit der Zeit. Ja, das ist das eine Thema, aber jetzt die konkrete Frage, gegen wen sich melden. Ja, ich habe mir auch schon so Szenarien überlegt, da gab es einen Brief an den Bundespräsidenten, hiermit erkläre ich meinen Austritt und so weiter. Das kann man selbstverständlich machen. Selbstverständlich wird das abgelehnt und auf einen ganz kurzen Nenner gebracht. Das ist halt deshalb, weil wir offiziellerweise, oder nein, weil wir offiziellerweise zwar ein Rechtsstaat sind, eine Rechtsordnung haben, sind wir aber faktisch, was wir da haben, eine Machtordnung. Das ist eine Ordnung, eine Struktur, aber keine Rechtsstruktur. Das hat nicht mit Richtigkeit zu tun, sondern mit Organisation von Macht. Wenn Sie den Machthaber sagen, ich will nicht mehr unter deiner Macht stehen, bekommen Sie im besten Fall noch eine negative Antwort. Im schlechten Fall gar keine oder irgendeinen Teufel. Also deshalb ist es bis zu einem gewissen Grad eine theoretische Überlegung, aber je mehr Leute auf diese Art denken und sich verhalten, desto eher wird es vielleicht mal Wirklichkeit. Sind es im ersten Tag, weil es sind jetzt ganz viele, die Hände kommen jetzt, ganz viel, und wir haben ein zeitliches Thema, und ihr kennt das bei den anderen Veranstaltungen genau gleich. Heute Abend gibt es übrigens auch diese Kreise, wo man miteinander diskutieren kann, auch über dieses Thema. Also jetzt letzte Frage. Lieber Andreas, du hattest vor einem Jahr eine private E-Voting-App angekündigt. Jetzt wurde bekannt gegeben, dass der Bundesrat im Herbst, im Oktober tatsächlich E-Voting einführen möchte. Deine private App, wird die bis dahin online gehen? Dann könnte man nämlich Wahlmanipulation eventuell, man könnte sie mit der Hand in der Keksdose erwischen, sag ich mal, wenn die Ergebnisse auf der privaten E-Voting-App ein ganz anderes wäre, als das, was uns dann im staatlichen Fernsehen präsentiert wird von den Wahlen. Ja. Also, ja, das ist der Vortrag von letzten Jahr, wo das ist auch so ein Unterprojekt von Laissons-Papier. Also, wir haben nicht nur diese Filmserie, sondern auch Begleitprogramme. Weil das ist ja unser Film, Darsteller sind nur die Vorbilder. Also die Komödie ist das Vorbild, aber wir wollen das ja alles wirklich machen. Das heißt, wir reizen den ganzen Raum zwischen Fiktion, Kunst und Realität, Wissenschaft aus. Wir bewegen uns für den ganzen Graubereich. Aber dazu gehört der Vortrag, den ich letztes Jahr gehabt habe, die Ersetzung des Parlaments durch Online-Landsgemeinden, nationale. Also eines der Ziele ist natürlich das Parlament abzuschaffen oder aufzulösen oder zu ersetzen durch Volksentscheide. Und diese App, die ich angekündigt habe, die ist jetzt bereits fertig entwickelt und kommt jetzt auf die Herbstsession in die Testphase. Also diejenigen, die da ein bisschen verlinkt sind, werden da bereits mit ausprobieren können. Das heißt, wir werden jetzt das testen in der Herbstsession und dann gibt es dann wahrscheinlich noch Fehler zu beheben. Und auf die Frühjahrssession wird es zum ersten Mal in einer öffentlichen einfach Version öffentlich gemacht. Also dann geht das Spiel los und das wird ja auch, das Projekt darauf läuft über Jahre, wir müssen es ja wahrscheinlich dauernd noch verbessern. Also das ist auch am Laufen, haben wir jetzt das ganze Jahr daran gearbeitet. Das kommt jetzt in die Test,
Phase. Noch vielleicht zum Film, wann er genau in den Kino frei, in den frei kommt. Das wird Oktober, November sein, das wissen wir noch nicht. Aber es gibt eine Vorpremiere, eine weitere noch im Ochse. Ochse ist auch bis Wien, am 10. September im Ochse ist auch bis Wien zeigen wir noch einmal den Pilotfilm von Les Sans Papiers. Nochmal eine Vorpremiere. Jetzt möchte ich euch beiden ganz, ganz herzlich danken für euren Beitrag, dass wir uns kulturell weiterentwickeln können. Die Kulturschaffenden in der Schweiz haben genauso versagt wie in Deutschland und in anderen Ländern. Und es gibt ein paar so richtige Leuchttürme. Und da gehört Andreas Thien eindeutig dazu. Und das braucht Mut und um den Mut zu erhöhen, als Tabu-Rechtling. Herzlichen Dank.